Verehrter Herr Pfarrer Matelajos, verehrter Herr Pfarrer Dunja Bonaventura, Herr Diakon Radu Duma, meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, es war vor 2 Monaten, als ich zusammen mit Jürgen Hossler und Walter Streitwalter in dieser, unserer ehemaligen Kirche, einen griechisch-katholischen Gottesdienst erleben durfte. Während des Gottesdienstes schweiften unsere Erinnerungen in die Zeit unserer Kindheit, in die Zeit des sonntaglichen Hochamtes mit einer fast immer voll besetzten Kirche. Die Vorstellung dieser voll besetzten Kirche war recht schwierig für uns, zumal wir an diesem Sonntag im März insgesamt 11 teilnehmende Personen waren. Heute benötigen wir diese Vorstellung nicht, liebe Gäste, denn sie haben es in der Tat ermöglicht, dass unser ehemaliges Gotteshaus sich wieder eines regen Besuches erfreut. Im Namen des Organisationsteams darf ich Sie zu diesem mehrsprachigen Gottesdienst recht herzlich willkommen heißen. Ein Willkommensgruß geht an die Priester, an den Diakon des heutigen Gottesdienstes, an Frau Klara Hahanski, welche sich seit Jahren um die Pflege der Kirche bemüht. Ein Gruß geht natürlich an die Familien Kassner. Wir feiern heute das Musikantentreffen, das zweite. Hier vor allem voran an Frau Anna Kassner als Vertreterin der ehemaligen Kapelle. Bine ați venit, domnul primar Ion Delvai, din Comuna Giarmata și dumneavoastră, doamna Delvai. Mă bucură că ați participat la această slujbă și vreau să spun acum deja un mii de mulțumiri pentru ajutorul dumneavoastră. Wir feiern, wie eben erwähnt, meine Damen und Herren, das zweite Musikantentreffen der ehemaligen Kassner Kapelle. Heute an einem für unsere vergangene Jahrhunderte Gemeinschaft traditionsreichen Tag, dem Pfingstsonntag. Das Kirchweihfest war im Leben der Gemeinde sicherlich etwas ganz Besonderes. Das Bild mit den Straßen des Dorfes und den darin marschierenden Trachtenpaare mit bunten Trachtenröcken und geschmückten Hüten mit Blasmusikklängen ist uns allen noch heute sicherlich allgegenwärtig. Die Musik in Jahrmarkt und das eben erwähnte Kirchweihfest waren Teile unserer damaligen Kultur. Diese gemeinsame Kultur ist es auch, die am heutigen Tag ca. 300 ehemalige Jahrmärkte zusammengeführt hat. Lassen Sie mich ein bisschen auf den Begriff Kultur eingehen. Dieser Begriff ist meines Erachtens so lange eine Abstraktion, bis man darüber eine Geschichte erzählen kann. Jede Kultur, so auch die der Kassner Kapelle, hat ihre eigene Geschichte. Die Geschichte von Hans Kassner und seinen Musikbekannten begann im Jahr 1956, als er mit 5 weiteren Musikern diese Kapelle gründete. Wenn man so will, kann man Kultur in Analogie mit Landwirtschaft als etwas definieren, das langsam gewachsen ist. Oder im Hinblick auf ein Ergebnis, das eben so gewachsen ist und folglich nicht anders. Ähnlich erging es auch dieser Kapelle. Sie ist langsam gewachsen und hat sich neben anderen Kulturen im Dorf, in der Dorfgemeinschaft, zu einer Institution für viele entwickelt. Diese Entwicklung ist den meisten von Ihnen bekannt. Heute hier darauf näher einzugehen, würde den zeitlichen Rahmen sicherlich sprengen. Für mich zählt anlässlich dieses Gottesdienstes und des Festes insgesamt eine ganz andere Frage. Wie weit haben wir uns innerhalb der letzten Jahrzehnten, praktisch seit unserer Ausreise aus dem Banat, von dieser gemeinsamen Kultur entfernt? Sicherlich haben wir in den letzten 20 bis 40 Jahren eine ganze Reihe anderer Welten hinzubekommen, während wir und vor allem unsere Kinder im Begriff sind, diese alte Welt nach und nach zu verlieren. Dazu die nächste Frage, die mich beschäftigte. Wenn eine Kultur beginnt, sich langsam, aber gründlich ihrer Wurzel zu entfremden, was geschieht denn dann? Ja, liebe Gäste, was geschieht denn dann?
Dann kommt für einige, und da behaupte ich, gehören sie auch dazu, der Augenblick, in dem man sich nostalgisch umsieht, zurückblickt und erkennt, wo seine Wurzel, wo der Ursprung eines Selbst ist. Eben diese Nostalgie war der hauptsächliche Beweggrund der Organisatoren, ein solches Fest ins Leben zu rufen und nicht die Absicht einer Gegenveranstaltung oder erneuter Spaltung der ehemaligen Dorfgemeinschaft, so wie es kritische Stimmen im Vorfeld verlauten ließen. Johann Wolfgang Goethe schrieb 1825 am Ende seines Lebens einen Brief an Karl Friedrich Zelter. Reichtum und Schnelligkeit, ich zitiere, ist, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten und dadurch der Mittelmäßigkeit zu verharren. Lass uns so viel wie möglich an der Gesinnung halten, in der wir herankamen. Wir werden, vielleicht noch wenige, die Letzten sein, einer Epoche, die so bald nicht wiederkehrt. Seine Eisenbahnen, meine Damen und Herren, sind unsere Flugzeuge heute, seine Schnellpost sind unsere Computer. In dieser turbulenten Welt, in der wir heute leben, hat für uns Anwesende scheinbar doch eine Konstante gegeben. Es ist sicherlich unsere banatschwäbische Herkunft, es ist unser gemeinsames kulturelles Erbe. Dass viele unserer Zeitgenossen oder Landsleute anders denken, weiß ich und verstehe ich auch. Wenn wir ihnen aber sagen, dass durch dieses Erbe ihr Leben bereichert wird, sind es für viele leere Worte. Mein Trost ist es, wir haben es ihnen zumindest gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke allen, die zu diesem Gottesdienst beigetragen haben, vor allem unserem Organisten, Herrn Robert Beikei, der noch vorher im Dom gespielt hat und so kurzfristig nach Jahrmarkt kam. Dann unserem Chor, der zwar von der Personenzahl etwas wenig war, hat sich natürlich etwas gemehrt die letzten zwei Tage. Trotzdem herzlichen Dank. Den Musiker, dem Quartett, die auch sehr schön gespielt haben. Dann Frau Ottilie Tasch, die diesen Gottesdienst mitgestaltet hat. Unseren Ministranten, unseren Priester, unseren Diakon, unseren Kindern für die Fürbitten. Und zu ihm, Tutoror, Personelor, care au ajutat să strălucească în ziua de astăzi această biserică, cum a strălucit câtva pe vremuri. Mai ales, doamnei Clara, care încearcă să păstreze acest monument catolic. Ne-am bucurat că ați fost oaspeții noștri, domnul și doamna Deva. Mii de mulțumiri pentru ospitalitatea cu care ne-ați așteptat și ajutorul înainte aceste petreceri. So viel von meiner Seite, ich gebe weiter und hoffe, dass wir noch die Totenehrung für unsere Verstorbenen machen. Vielen Dank.